ganz Niedersachsen kämpften die Fußballvereine der größten Städte darum, in die Regionalliga aufzusteigen. In ganz Niedersachsen? Nein. Ein kleines Dorf wehrte sich mit Händen und Füßen, jede Menge Gefühl und ganz viel Köpfchen. Auf geht's, wir noch kämpfen und siegen! Ja, SSV Jeddelo. Wer oder was ist Jeddelo? Jeddelo teilt sich auf in Jeddelo 1 und Jeddelo 2, das ist ganz witzig, finde ich. Aber sind zwei Ortsteile aus der Gemeinde Edeweg. Jeddelo 2, um die es da jetzt geht, das ist der kleinere Ortsteil mit 1300 Einwohnern. Eine Moorkolonie, die vor ungefähr 150 Jahren sich gegründet hat. Okay, mit 1300 Einwohnern, aber wenn ich mir angucke, wie viele Fans ihr habt, das sind doch wesentlich mehr. Ja, das sind schon wesentlich mehr gefühlt und werden immer mehr, seitdem wir jetzt in der Oberliga Niedersachsen dieses Jahr an das Tor zur Regionalliga klopfen. Wie siehst du die Chancen für Jeddelo aufzusteigen? Wenn wir heute gewinnen, auf jeden Fall sehr gut. Wenn wir verlieren, auch noch gut. Und dann wird es aber voller hier, ne? Wir auch. Integration bei Jeddelo, ganz groß geschrieben. Integration. Wir haben die Emotion, die Leidenschaft gezeigt, die wir zeigen wollten und zeigen mussten. Das haben die Jungs auch verdient, da mal ein bisschen was krachen zu lassen in der Karriere.